Es ist einer der härtesten Arbeitsplätze der Welt. Einer der krassesten Orte, an dem ich je war. 1,8 Hektar bewegliches US-amerikanisches Hoheitsgebiet. Wenn du so einen großen Bereich managst, will ständig jemand was von dir. Über 5000 Menschen halten alles am Laufen. Wir sind eine schwimmende Stadt. Willkommen an Bord der USS George H.W. Bush. Hier gibt es Knochenjobs. Wir müssen 27 Tonnen schweren Flugzeugen ausweichen. Traumjobs. Es gibt kaum was, das mehr Spaß macht. Und eine gemeinsame Mission. Wir wissen alle, worum es geht: den Feind auszuschalten. USS George H.W. Bush. Alltag auf dem Flugzeugträger. Der Flugzeugträger ist das schwerste Geschütz der US Navy. Ein fast 100.000 Tonnen Koloss aus Metall. Seine Ladung? Kampfflugzeuge im Wert von über einer Milliarde Dollar. Seine Mission? Luftunterstützung in internationalen Krisengebieten. Darauf ist alles auf dem Schiff ausgerichtet. Auf einem Flugzeugträger gibt es verschiedene Jobs. Der härteste von ihnen, Kampfpilot. Sie sind die Stars auf dem schwimmenden Marinestützpunkt. Freiheit, Adrenalin, Spaß. It's fun. Es ist zwar auch viel Arbeit, aber auf jeden Fall besser, als an einem Schreibtisch zu sitzen. Jeden Tag Luftangriffe zu fliegen, ist verdammt stressig. Man ist stundenlang in einem winzigen Cockpit gefangen. Und einem Druck ausgesetzt, der 10-mal größer ist als das eigene Körpergewicht. Selbst in den brenzligsten Situationen müssen die Piloten einen kühlen Kopf bewahren. Denn was sie tun, entscheidet über Leben und Tod. Nicht jeder Job hat einen so hohen Coolness-Faktor. Nur etwa 200 Besatzungsmitglieder steuern ein Flugzeug. Ein Großteil der Frauen und Männer an Bord sorgt rund um die Uhr dafür, dass auf der USS Bush alles reibungslos funktioniert. 90% der Jobs auf dem Schiff machen Matrosen der Navy. Sie sind ihr Rückgrat. Sie kümmern sich um alles. Der ranghöchste Matrose ist Command Master Chief Huben Phillips. Da ist ja ganz schön was übrig geblieben. Wer hat das da stehen lassen? Hey Leute, wie geht's? Alle 5000 Besatzungsmitglieder hören auf sein Kommando. Ich bin für Ihre Gesundheit, Entwicklung und Ernährung verantwortlich. Unter dem Flugdeck gibt es noch 18 weitere Decks. Phillips besucht jeden Tag alle Matrosen, die auf ihnen arbeiten. Es gibt die Männer und Frauen, die das Schiff am Laufen halten.
Andere ermöglichen die Kampfeinsätze und wiederum andere kümmern sich um das Arbeitsklima. Sind das Therapiebälle? Stressbälle. Ich fühle mich auch gerade so. Er ist Berater. Was werden Sie heute besonders leisten? Und Erziehungsberechtigter. Da unten liegt eine Gabel. Heben Sie sie auf. Das Durchschnittsalter der Matrosen ist 24. Hey guys, how we doing? Mir kommt zugute, dass ich mich hochgearbeitet habe. Ich weiß, wie das Leben eines Matrosen auf einem Kriegsschiff ist. Wer will nach Hause? Ach, runter damit. Dauert nicht mehr lange. Hey Leute, wie geht's? Viele der Matrosen arbeiten länger als 12 Stunden täglich und sehen manchmal wochenlang kein Tageslicht. Phillips will ihnen ein Gefühl von Kameradschaft vermitteln. Doch auch die Disziplin darf nicht fehlen. Das Leben auf See ist hart, aber wir vergessen nie, warum wir hier sind. Egal ob Koch, Nachrichtenspezialist oder Einsatzleiter. Wir wissen alle, worum es geht. Den Feind auszuschalten. Um das zu tun, sind sie auf eines angewiesen. Kampfflugzeuge. Die Piloten müssen sich darauf verlassen können, dass die Maschinen immer flugfähig sind. Darum kümmern sich die 1000 Flugzeugtechniker an Bord. Lieutenant Commander Lisa Clark ist ihr Boss. Hey, Petty Officer Sears, how's it going? Ich muss sicherstellen, dass die Flugzeuge repariert werden, damit sie die Einsätze fliegen können. Ich beaufsichtige die Wartung von etwa 75 Maschinen. Jeden Tag finden auf der USS Bush mindestens 25 Starts und Landungen statt. Bei jeder von ihnen könnte das Flugwerk verzogen werden. Das Salz in Luft und Wasser schadet den Maschinen. Die Flugzeugtechniker suchen nach Anzeichen von Rost, der bei den mehreren Millionen Dollar teuren Jets zu Fehlfunktionen führen und so das Leben der Piloten gefährden könnte. Wir nehmen das sehr ernst. Der Albtraum eines jeden Technikers ist, dass einer der Piloten nicht mehr zurückkommt und es ein Flugzeug war, an dem er gearbeitet hat. Das Leben der Piloten liegt in unseren Händen. Nicht nur die Piloten verlassen sich auf die Flugzeugtechniker, auch die Verbündeten der USA. Täglich müssen mindestens 55 Flugzeuge zur Verfügung stehen. Sonst kann das Schiff seine Mission nicht erfüllen. Es ist ein anstrengender Job. Wenn eine Maschine kaputt ist, kann man nicht einfach irgendwo ein Ersatzteil kaufen. Deshalb haben wir 5.000 bis 7.000 davon dabei. Damit sie ihnen nicht ausgehen, kommt jede Woche ein Versorgungsschiff vorbei. Das bringt zusätzlich Munition, Nahrungsmittel und Waffen. Heute werden nicht nur Ersatzteile für die Jets geliefert, sondern auch Bombenbestandteile. Die Piloten der MH-60S Seahawk holen sie an Bord. Einer von ihnen ist Commander Eric Gustafson. Es gibt kaum was, das mehr Spaß macht. Zwei Hubschrauber ziehen den Nachschub nach oben. Das ist eine der Hauptaufgaben der Seahawk-Piloten. Das Versorgungsschiff hat alles auf seinem Flugdeck.
Die Hubschrauber müssen es dann nur noch abtransportieren. Das ist der effektivste Weg, die Ladung zu bewegen. Nach dem kurzen Flug zum Versorger bringen die Piloten den Hubschrauber in Position. Er schwebt nur 4,5 Meter über dem Deck. Die Crew hängt die Ladung an den Haken unterm Hubschrauber. Sachte, vorbei, vorbei, angehängt. Die Arbeiter sind weg, langsam. Nach vorn, gerade hoch. Auf dem Rückweg zu USS Bush müssen die Piloten besonders vorsichtig fliegen. Beim Transport gibt es einige Gefahren, vor allem Wind. Wenn er nicht zu stark weht, können wir alles sicher hin und her bewegen. Herrscht Rückenwind, muss der Motor bei der schweren Ladung nicht so stark arbeiten. Deckvorarbeiter weisen dem Piloten die richtige Stelle zum Absetzen zu. Wir machen das so gerne, weil dabei die ganze Crew zusammenarbeitet. Schweben, hochziehen, runterlassen und von vorne. Für die Piloten reine Routine. Wir müssen fast jede Woche die Munition aufstocken, damit wir weiter gegen den IS kämpfen können. Als die Bombenbestandteile ankommen, werden sie sofort einige Decks tiefer transportiert. In einen der bestgesicherten Bereiche des Schiffes. 7 Ebenen unter dem Flugdeck. Hier werden sie von den Waffenmechanikern in Empfang genommen. Zu ihnen gehört Brita Pickens. Wir sind die Bombenexperten. Alle Waffen des Trägergeschwaders werden im Magazin der USS Bush gelagert. Wir haben alle möglichen Bomben, Geschosse und Raketen. Die Frauen und Männer, die hier arbeiten, sind an ihren roten Hemden zu erkennen. Wir sind ein wichtiger Teil der Mission, denn ohne Waffen bräuchten wir gar nicht hier sein. Die Warnfarbe Rot passt zu ihrer Arbeit. Ein Fehler und es könnte zur Katastrophe kommen. Bomben gibt es nicht fertig. Man muss sie zusammenbauen. Und das übernehmen die Rothemden. Die George H.W. Bush befindet sich im Persischen Golf. Die Waffenmechaniker haben viel zu tun. Sie müssen die Bomben für den heutigen Einsatz gegen den sogenannten IS zusammenbauen. Alle Komponenten kommen einzeln. So können wir verschiedene Bomben für unterschiedliche Piloten ganz nach ihrem Bedarf vorbereiten. Es gibt Bomben in 3 Größen. Sie können alles zerstören. Von einem Kleinwagen bis zu einem unterirdischen Bunker. Die kleinsten wiegen 230 Kilo und sind 2 Meter lang. Die größten bringen es auf fast 4 Meter und sind 900 Kilo schwer. Wenn sich das Schiff hin und her bewegt und eine nicht richtig festgemacht ist, könnte sie jemanden zerquetschen.
Ein Vorfall aus der Vergangenheit zeigt, welche fatalen Auswirkungen ein Fehler im Magazin anrichten kann. ...26. Oktober 1966. Golf von Tonkin. Die Besatzung der USS Oriskany bereitet sich auf Flugangriffe gegen nordvietnamesische Truppen vor. Unter Deck wirft ein Matrose versehentlich eine brennende Signalrakete ins Waffenlager. Weitere fangen Feuer und es kommt zur Explosion. Erst nach 10 Stunden ist der Brand vollständig gelöscht. Der Schaden ist enorm. 3 Flugzeuge zerstört, 44 Menschen getötet und 38 weitere verletzt. Es war das verheerendste Feuer auf einem Flugzeugträger seit dem Zweiten Weltkrieg. 50 Jahre später ist der Unfall immer noch präsent. Alle Vorgaben, an die wir uns halten, wurden aufgrund von Unfällen entwickelt. Wenn ihr euch bei etwas nicht sicher fühlt, ruft Stopp. Sicherheit hat oberste Priorität. Nehmt euch die Werkzeuge, die ihr braucht. An einer Bombe arbeiten mindestens 10 Mechaniker. Wir bauen gerade eine GBU 54. Man benutzt sie für Ziele, die sich bewegen. Zum Beispiel, wenn man ein Auto treffen will. Sie gehört zur sogenannten JDAM oder Joint Direct Attack Munition und wird mittels GPS oder Laserzielsystem gelenkt. Sie ist leistungsstark und wird ziemlich oft eingesetzt. Zuerst wird die Spitze montiert. In ihr befindet sich der Lasersensor, mit dem die Bombe das Ziel ortet, nachdem sie abgefeuert wurde. Das ist der DSU-38 Lasersensor. Dann werden Zünder und Sicherung eingebaut. Sie verhindert, dass die Bombe bereits vor dem Aufprall explodiert. Ohne Zünder wäre der Flugkörper nur eine über 20.000 Dollar teure Metallhülle. Jetzt fehlt nur noch ein entscheidender Teil, das Navigationsmodul. Es steuert die Bombe ins programmierte Ziel. Ohne Pickens und ihre Kollegen hätte die USS Bush dem sogenannten IS nichts entgegenzusetzen. Meine Aufgabe ist es, dem Piloten eine hochwertige Bombe zur Verfügung zu stellen, die dann explodiert, wenn sie es soll. In nur wenigen Stunden fertigt das Team 10 JDAMs und schickt sie mit einem der 4 Waffenaufzüge hoch zum Flugdeck. Dort lädt ein zweites Team an Waffenmechanikern sie in die Flugzeuge. Insgesamt bewegen sie mehrere 100 Kilo an Bomben und Raketen. Die Anspannung bei der Beladung ist groß. Ein Fehler könnte die gesamte Mission gefährden. Eine halbe Stunde bis zum Start. Die Flugzeuge sind bereit. Doch die Piloten können nicht einfach abheben, wann sie wollen. Auf dem Flugdeck herrscht reger Verkehr. Bei laufendem Flugbetrieb wimmelt es hier von Dutzenden Flugzeugen und mehreren hundert Menschen.
Die Piloten müssen auf ein Signal von einem der 15 Bodenlotsen warten. Einer von ihnen ist Petty Officer Scott Huddleston. Es geht sehr hektisch zu. Man steht ständig unter Strom. Überall sind Jets. Man rennt rum und muss sich dauernd ducken. Auf dem Flugdeck lauern zahlreiche Gefahren. Heiße Abgase, laufende Propeller und Rotoren. Und Triebwerke, die einen blitzschnell einsaugen können. Die USS George H.W. Bush liegt 800 Kilometer vor der irakischen Küste. Zwei E-2C Hawkeye bereiten sich auf den Start vor. Diese Frühwarnflugzeuge unterstützen eine Gruppe FA-18 bei ihren Luftangriffen auf Stellungen des sogenannten IS. Auf dem Flugdeck versuchen 300 Besatzungsmitglieder, 30 Jets und mehrere Hubschrauber, sich nicht gegenseitig in die Quere zu kommen. Neben einem Flugzeug zu stehen und seine Kraft zu spüren, ist eine mega Herausforderung. Einer hat alles im Blick, der Airboss. Auf der USS Bush ist das Commander Przemyslaw Kaczynski. Spitzname Kaz. Kaczynski und sein Team arbeiten in einem kleinen Raum ganz oben in der Insel. Hier befindet sich die Hauptflugkontrolle. Sie ist der Logenplatz auf dem Schiff. Wir haben einen tollen Blick auf das Heck, die Mitte und den Bug des Schiffs. Kaczynski sind alle 550 Mann der Flugabteilung unterstellt, der größten Abteilung an Bord. Sie überwacht jede Phase des Flugbetriebs. Einige arbeiten im Hangar und bereiten die Flugzeuge auf den Kampfeinsatz vor. Mehr als die Hälfte sind auf dem Flugdeck. Ist bei dem alles klar? Jetzt dreht sich alles um den Start. Wissen wir, wo alle Flugzeuge sind? Die Nummern stimmen überein? Kaczynski ist dafür verantwortlich, dass alles reibungslos abläuft. Mit seinem Team legt er die Bewegungen jedes einzelnen Flugzeugs vor seinem Start fest. Ist die 200 kaputt? Hat sich das schon ein Bodenlotse angesehen? Ja. Hat er? Okay. Hier kommt nie Langeweile auf. Der Flugplan ändert sich, Bewegungen der Flugzeuge ändern sich, Maschinen werden in letzter Minute ausgetauscht. Der Airbus und sein Team können sich nicht um alles kümmern. Drei Etagen unter ihnen, auf der untersten Ebene der Insel, befindet sich die Flugdeckkontrolle. Hier behalten die Mitarbeiter jedes einzelne Flugzeug auf dem Schiff im Auge. Das Kommando hat der Flugzeugabfertiger. Lieutenant Commander Tracy Mackey hat bereits über 30 Jahre Erfahrung auf See. Ich koordiniere das Flugdeck und den Hangar und sorge dafür, dass Flugzeuge repariert, aufgetankt und bewaffnet werden. Während der Kampfeinsätze ist im Hangar und auf dem Flugdeck am meisten los. Wenn du so einen großen Bereich managst, will ständig jemand was von dir. Täglich koordinieren Mackey und sein Team über 200 Starts und Landungen.
Jede muss problemlos über die Bühne gehen. Wenn nur ein Jet Verspätung hat, gerät der gesamte Flugplan außer Kontrolle. Den Überblick zu behalten ist nicht einfach, besonders wenn man kaum etwas sieht. Durch die paar Fenster kann ich ungefähr sehen, was auf dem Flugdeck so los ist. Darüber hinaus verwenden Mackie und seine Kollegen ein altbewährtes Hilfsmittel. Das ist das Ouija-Board. Es ist ein Modell des Flugdecks. So behalten wir den Überblick über das gesamte Airwing-Geschwader. Die winzigen Modelle zeigen, wo sich ein Flugzeug auf dem Flugdeck oder im Hangar befindet. Verschiedene Muttern und bunte Reißnägel geben Auskunft darüber, was die Maschine braucht, bevor sie starten kann. Die Modelle sind maßstabsgetreu. Sie tragen die Nummern der richtigen Flugzeuge und stehen genau dort, wo die Flugzeuge sind. So können wir sehen, ob sie betankt oder bewaffnet werden müssen oder sonst noch was fehlt. In unserer digitalen Welt wirkt es vielleicht veraltet. Doch Computer können ausfallen, das Ouija-Board nicht. Es gibt eine elektronische Variante, AdMax, aber das Board benutzt die Navy seit Jahrzehnten und es tut immer noch seinen Dienst. 15 Minuten bis zum Abflug. Mackie wird vom Airboss angefunkt. Zeit, die Einsatztruppe auf Position zu bringen. Verstanden. Wir gehen raus und fangen an, die Flugzeuge zu bewegen. Mackie hat zwar das Kommando, aber die Crew auf dem Flugdeck hat die eigentliche Arbeit. Die erfordert Kraft und Nerven wie Drahtseile. 1991. Ein Matrose hakt einen A-6 Intruder am Katapult eines Flugzeugträgers ein. Er gerät zu nah an eins der Triebwerke und wird eingesaugt. Wie durch ein Wunder bleibt er hängen, bevor er in die Schaufelräder gerät. Er überlebt nahezu unverletzt. Auf dem Flugdeck ist es nirgendwo sicher. 1989. Der Pilot eines T-2 Buckeye verschätzt sich bei der Landung. Er und vier weitere Matrosen sterben. 17 weitere werden teils schwer verletzt. Innerhalb von 12 Sekunden ist das Rettungsteam vor Ort. Nach 2 Minuten hat es den Brand unter Kontrolle. Die Crew hat diese Unfälle bei jedem Start im Hinterkopf. Doch das ist nicht die einzige Belastung. Wir müssen 27 Tonnen schweren Flugzeugen ausweichen. Und den ohrenbetäubenden Lärm aushalten. Ist irre laut! Die Bodenlotsen verwenden eine ganz eigene Sprache, um die Flugzeuge einzuweisen. Weil es so laut ist, müssen wir Handzeichen geben. Das erste Flugzeug darf zum Katapult. Das Winken ist das Zeichen für den Piloten, mit dem Rangieren zu beginnen. Danach gibt der Bodenlotse die Kontrolle über das Flugzeug an einen anderen Kollegen im gelben Hemd ab. Er hat einen der wichtigsten Jobs auf dem Flugdeck, der Shooter. Wir sind für einen sicheren Start und eine sichere Landung verantwortlich.
Heute sind Lieutenant Sean Carney und drei weitere Kollegen im Dienst. Drei der Shooter arbeiten auf dem Deck. Carney ist in der Katapultkontrollstation, genannt die Blase. Die Blase ist ein kleiner Raum, der ins Flugdeck eingelassen ist. Ein sicherer Ort, von dem der leitende Shooter der restlichen Crew Anweisungen geben kann. An Land stehen für Start und Landung bis zu 2,5 Kilometer zur Verfügung. Auf einem Flugzeugträger sind es höchstens 120 Meter. Um auf so kurzer Strecke zu starten, braucht das Flugzeug extra Schub. Die Lösung: ein Katapult. Ist ein Flugzeug bereit zum Start, rollt es zum Katapult. Die Crew an Deck verbindet das Vorderrad mit dem Schlitten. Der Schlitten ist der Teil des Katapults, der mit dem Flugzeug verbunden wird. Alles andere liegt unter Deck. Jetzt beginnt Carneys Arbeit. Zuerst lässt er das Katapult kurz anziehen. Dabei setzen wir das hydraulische System unter Strom und halten das Flugzeug in Position, bevor wir es abschießen. Während Carney das Katapult vorbereitet, nimmt die Crew hinter dem Flugzeug eine wichtige Schutzmaßnahme vor. Einen Gasstrahlabweiser. Die Wand schützt die Matrosen vor den heißen Abgasen des Jets. Diese Flugzeuge stoßen jede Menge heiße Abgase aus, wenn sie über das Flugdeck rasen. Der Pilot im ersten Jet nimmt die letzten Checks vor, um sicherzugehen, dass seine Maschine startklar ist. Dann gibt er vollen Schub, so viel wie ohne Nachbrenner möglich ist. Der Salut des Piloten an die Deckcrew signalisiert Carney, dass er bereit ist. Die FA-18 kommt in 3 Sekunden von 0 auf 240. Wie im Akkord schickt die Crew einen Flieger nach dem anderen los. Mit 4 Katapulten bringen wir alle 30 bis 45 Sekunden ein Flugzeug in die Luft. Das Flugdeck ist einer der krassesten Orte, an denen ich je gearbeitet habe. Am Anfang war es für mich das reinste Chaos, aber je länger man hier ist, desto mehr gewöhnt man sich dran. Wenn man mal kapiert hat, wie es läuft, erkennt man die Ordnung dahinter. In weniger als 10 Minuten sind alle FA-18 gestartet und auf dem Weg nach Syrien. Es ist toll, wie reibungslos alles läuft. Selbst nach einem erfolgreichen Start macht sich die Crew auf dem Flugdeck Gedanken über die Sicherheit der Piloten. Sie müssen schließlich auch noch landen. Sobald wir alle in die Luft gebracht haben, bereiten wir schon alles für die Landung vor. Es hört nie auf. Noch befinden sich die Kampfflugzeuge der USS Bush im Einsatz. Doch
Doch 1,5 Stunden später denkt jeder Mitarbeiter der Flugabteilung nur an eines. Seht ihr schon was? Sie wieder sicher an Bord zu bringen. Auf einer belebten, schwimmenden Landebahn aufzusetzen, ist eine Herausforderung. Ja, da oben ist noch einer. Und da drüben. Airboss Cass Kaczynski beobachtet den Luftraum in einem Umkreis von 8 Kilometer um den Flugzeugträger. Er gibt den Piloten die Reihenfolge für die Landung durch. Hör euch klar und deutlich. 10 Hornet- und Super Hornet-Flieger kreisen über dem Schiff und warten darauf, landen zu dürfen. Kaczynski kann sie unmöglich alle im Auge behalten. Deswegen hat er Verstärkung. 2207 will landen. Durch den Miniboss Commander Mark Sand. Wir kontrollieren etwa 180 Grad des Luftraums, der hier vor uns liegt. Sand beobachtet den Bereich vor dem Schiff. Kaczynski den dahinter. Beide wissen, wie schwierig es ist, auf einem Flugzeugträger zu landen. Sie sind auch Piloten. Ich stelle von hier aus sicher, dass die Flugzeuge, die von dort bis nach da hinten kommen, im richtigen Abstand getaktet werden, um gefahrlos zu landen. 99, stay clear of the LA. Now we're covering aircraft first. The aircraft are fighters in the overhead. Stay clear. Kaczynski kontrolliert nochmal das Deck und gibt dann die Landefreigabe für die erste FA-18. Copy. Raptor 12 and 6. AGO, you're green aft. Jetzt übernehmen die Landesignaloffiziere, kurz LSO. Heute ist ihr Leiter Lieutenant John Bowman. Die letzten 1200 Meter bis zur Landung sind die LSO für die Einweisung der Piloten verantwortlich. Wir sind beim Air Wing angestellt, um die Flugzeuge sicher runterzubringen. Auf dem Flugdeck eines Trägers gibt es keinen Spielraum für Fehler. Den Piloten bleiben nur gut 100 Meter. Das Gefährlichste ist die kurze Landebahn. The short amount of runway we're going to land these aircraft in. Die FA-18-Piloten fahren ihre Fanghaken aus. Ohne geht's nicht. Mit ihnen müssen sie einen von 3 Stahlseilen erwischen, die über das Flugdeck gespannt sind. Die Aufgabe der LSO ist es, die Piloten so anzuleiten, dass sie eins der Seile zu fassen bekommen. Landesignaloffiziere sind auf einem Flugzeugträger unentbehrlich und waren es schon immer. 1922. Die USS Langley markiert den Beginn eines neuen Militärzeitalters. Sie ist der erste Flugzeugträger der USA. Die Marineluftfahrt steckt noch in den Kinderschuhen. Um zu landen, gleiten die Piloten die Holzplanken des Decks entlang und versuchen, eins der 15 Fangseile auf der Langley zu erwischen. Sie können sich nur auf ihre Augen und ihr Glück verlassen, um es sicher an Bord zu schaffen. Es wird schnell klar, ein besseres System muss her. Bei einem Anflug schnappt sich ein gewiefter Matrose 2 Stück Stoff und gibt dem Piloten damit Anweisungen für eine sichere Landung.
Seitdem gibt es den Landesignaloffizier. Ihre Lorbeeren verdienen sich die LSO im Zweiten Weltkrieg und sie bekommen einen Spitznamen. Die Paddel. Wegen der Paddel, mit denen sie die Piloten hinunterwinken. Bald gibt es sie auf jedem Flugdeck. Seit 1955 haben sie ein Hilfsmittel, ein optisches Landehilfssystem, auch Meatball genannt. Der Meatball ist ein orangefarbenes Licht, das den Piloten anzeigt, ob sie sich im richtigen Anflugwinkel befinden. Sie können es aus 2,5 Kilometern Entfernung sehen. Wenn der Meatball sich in einer Kette von grünen Lichtern einreiht, ist der Winkel korrekt. Liegt er darunter, ist das Flugzeug zu niedrig. Färbt sich das Licht rot, wird es gefährlich. Bowman muss sicherstellen, dass die Piloten den Meatball in den letzten 15 bis 18 Flugsekunden gut sehen können. Wenn der Pilot um die Ecke kommt, signalisiert er, dass er das Licht sieht. Wir LSO stehen als zusätzliche Hilfe bereit. Der erste Pilot ist 15 Kilometer vom Schiff entfernt. Er gibt dem Tower eine wichtige Information durch. Das Gewicht seiner FA-18. Die Einstellungen müssen zu ihrem Gewicht passen, damit sie in der richtigen Geschwindigkeit abgebremst wird und sicher zum Stehen kommt. Das machen wir für jedes einzelne Flugzeug, das landet. Wenn der Jet sich nähert, wird die Abbremsvorrichtung auf sein Gewicht programmiert. Die Maschinen unter Deck stellen dann die richtige Bremskraft für die Fangseile ein. Gear Landsat Rhino 480. Clear deck, sir. Clear deck. 15 Sekunden später ist die FA-18 kurz vor dem Schiff. Doch das bewegt sich zu stark, um sicher landen zu können. Die LSO signalisieren einen neuen Versuch. Eine Minute später versucht der Pilot es nochmal. Es sieht gut aus. Doch er verfehlt das Seil. Wenn er das Seil verfehlt, muss er abbrechen, durchstarten und es nochmal versuchen. Drei Landeversuche kommen nicht oft vor. Der Pilot erhält die ungeteilte Aufmerksamkeit der gesamten Flugabteilung. Ob er es schafft, hängt auch von ihnen ab. Die FA-18 dreht noch eine Runde und beginnt erneut mit dem Landeanflug. Selbst wenn sie jetzt aufsetzt, kann noch etwas schiefgehen.
Zum Beispiel mit der Abbremsvorrichtung. Insgesamt 10 FA-18 Super Hornets kehren von ihrem Einsatz zu USS Bush zurück. Die Crewmitglieder warten auf die Landung der ersten Maschine. Doch es läuft nicht immer nach Plan. ...2016. Eine E-2 Hawkeye versucht auf der USS Eisenhower zu landen. Sie erwischt das Fangseil, doch das Kabel zerreißt. Das Flugzeug ist nicht mehr zu sehen. Aber der Pilot kann es wieder hochziehen und startet einen zweiten Versuch. 8 Besatzungsmitglieder werden durch das gerissene Kabel schwer verletzt. Egal wie gut wir vorbereitet sind, es kann immer noch jemand zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Wir tun alles, dass niemandem etwas passiert. Leland Set Rhino 480. Die erste FA-18 versucht ein drittes Mal zu landen. Dieses Mal erwischt der Pilot eins der Seile. Und die 18 Tonnen schwere Maschine kommt nach 2 Sekunden zum Stehen. Die Crew muss in weniger als einer Minute die Landebahn räumen. Sie rollen ihn in den Bereich, in dem die Waffen entladen werden. Dann dirigieren sie ihn nach vorne oder hinten, je nachdem, wie es auf dem Flugdeck aussieht. Nun können auch die 9 anderen FA-18 landen. Nach nur wenigen Minuten ist die gesamte Einsatztruppe sicher zurück an Bord. Für heute ist Schluss. Doch morgen beginnt alles wieder von vorne. Das Team arbeitet jeden Tag sehr gut und eng zusammen. Wir lieben unsere Arbeit. Sie ist unsere Leidenschaft. Es ist ein Privileg, jeden Tag hier oben zu stehen. Hinter jedem Piloten, der zu einem Kampfeinsatz aufbricht, steht ein Schiff voller Matrosen, die koordiniert, entschlossen und engagiert arbeiten. Sie schwitzen, schleppen Ketten, ziehen Geschosse und sorgen dafür, dass die Flugzeuge funktionieren, damit wir rausfliegen können. Wenn man sich nicht gegenseitig vertraut, kann man es gleich lassen. Egal auf welchem Deck oder in welcher Abteilung sie arbeiten, die Frauen und Männer auf der USS Bush sind ein Team. Jeder Job ist wichtig für die Mission.
Jeder Matrose wird gebraucht, damit die Flugzeuge starten und wir gegen unsere Feinde vorgehen können. Allein darum geht's. Bombenbau. Wir tun alles, um die Bad Guys zu besiegen. Flugzeugstarts. Wenn man sich die Anzahl der Flugzeuge anschaut und alles drumherum, ist das schon ziemlich klasse. Und Landungen. Immer wieder. Tag für Tag. Es ist schön zu sehen, wie alles aufeinander abgestimmt ist. Wie bei einer Symphonie. Jeder leistet seinen Teil, um das möglich zu machen. Das ist das Tolle dran. Das Team ist stolz darauf. Auf einem der größten Kriegsschiffe der Welt zu arbeiten, der USS George H.W. Bush.